Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sportschau. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das sind unsere Themen heute. Souveräner Sieg, Frankfurt Universe gewinnt das Hessen-Derby gegen Marburg mehr als deutlich. Sportlich und schlau, Frankfurts Schwimmer Jan-Philipp Klania als Sportstipendiat des Jahres nominiert. Rasante Sportart, Lauf zur deutschen Quadmeisterschaft in Diedenbergen gestartet. Das Hessen-Derby stand am Wochenende in der German Football League auf dem Programm. Frankfurt Universe gegen die Marburg Mercenaries. Und wie so oft in dieser Saison gingen die Frankfurter am Ende als Sieger vom Platz. Trotz Ferien waren wieder einmal knapp 4000 Zuschauer ins Stadion gekommen und schauten sich das lila Spektakel der Frankfurt Universe an. Diese allerdings brauchten lange, bis sie ins Spiel fanden. Doch nach ungewöhnlich vielen Interceptions fand Frankfurts Quarterback dann doch einen Empfänger in der Endzone. André Feuerherd mit dem erlösenden ersten Touchdown. 7:0, das auch der Stand zur Halbzeitpause. Im zweiten Abschnitt spielte Frankfurt deutlich besser. Vor allem auf die Defense war wieder einmal Verlass. Dustin Iletschko mit der Vorahnung, wo der Ball hingeht, fängt diesen ab und läuft selbst in die Endzone der Marburger. Der Österreicher wieder einmal mit einem super Spiel, vielleicht auch, weil seine Eltern im Stadion waren. Der dritte Touchdown des Tages war dann wieder für die Offensive reserviert. Kurzer Lauf über die Seite und Running Back Silas Nasita punktet für die Men in Purple. Nach dem Extrakick stand es nun 21:0. Zwei weitere Male haben die Frankfurter den Ball dann noch in die Endzone der Gäste getragen. Erst war es Running Back Roscoe Baptist, der einen kurzen Lauf in Punkte verwandelt. Und dann war es zum grünen Abschluss noch Yannick Markgraf, der einen Pass seines Quarterbacks in der Marburger Endzone fangen konnte. Die Mercenaries kamen noch zu einem Field Goal. Frankfurt siegte am Ende deutlich mit 35:3. Profisport und Studium, beides unter einen Hut zu bringen, ist gar nicht so einfach. Wer das besonders gut schafft, der wird nominiert als Sportstipendiat des Jahres. Im letzten Jahr ging diese Auszeichnung nach Hessen und zwar an die Sprinterin Lisa Meyer aus Wetzlar. Und auch in diesem Jahr ist unter den Nominierten wieder ein Hesse dabei. Ich bin Jan-Philipp Klania. Hallo, ich bin die Laura Grasemann. Hi, ich bin Lisa Marie Schütze. Ich bin Jana Schaffluber. Hi, ich bin Theresa Stoll. Fünf Athleten, fünf Studenten, die wahrlich Beeindruckendes vollbringen. Sie sind nicht nur als Spitzensportler erfolgreich, sondern gleichzeitig auch noch im Studium. Drei der fünf studieren Medizin, dazu kommen Lehramt und molekulare Biotechnologie. Wir üben unseren Sport ja nicht hauptberuflich aus, sondern primär als Hobby, was wir einfach sehr intensiv machen. Und ja, das ist einfach nötig, sich für später zu wappnen. Entweder du machst es voll oder du machst es gar nicht. Also man kann das nicht irgendwie strecken oder so. Ich verstehe mich eigentlich absolut als Leistungssportlerin. Das Studium ist für mich nebenher, hat aber trotzdem eine sehr große Bedeutung. Mindestens zweimal täglich trainieren die Athleten. Davor, dazwischen, danach gehen sie an die Uni, um zu pauken. Einer von ihnen wird nun belohnt mit dem Titel Sportstipendiat des Jahres. Sportstipendiat des Jahres zu werden, wäre für mich eine super Anerkennung für die Doppelbelastung, die man jeden Tag in der Uni und im Sport leistet. Und genau hier wird dann eben auch mal die Leistung gewürdigt, wie man beide Karrieren unter einen Hut bekommt. Die Deutsche Bank fördert bis zu 400 Sporthilfeathleten, die parallel studieren, mit 400 Euro Stipendium monatlich. Zum fünften Mal gibt es nun die offene Online-Wahl zum Sportstipendiat des Jahres. Eine Jury hat die fünf Finalisten nominiert. Ich bin Jan-Philipp Glanier und studiere Zahnmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt.
Ich möchte Sportstipendiat des Jahres werden, weil es für mich schon eine Riesenhilfe ist, dieses Stipendium, dass ich da das so weiter durchziehen kann, auch mit dem Sport, mich weiterhin super vorbereiten kann auf Wettkämpfe international und aber auch in der Uni gute Leistungen verbringen kann. Ich bin Laura Grasemann, bin 25 Jahre alt, fahre Ski Freestyle in der Buckelpiste und studiere molekulare Biotechnologie. Mit den Olympischen Spielen steht bei uns eine doch etwas teurere Saison an. Die 400 Euro würden mir eben einfach helfen, die olympische Saison zu finanzieren und mir da auch ein bisschen Freiheit zu geben. Ich bin Jana Schaffluber, 24, paralympische Monoskifahrerin und ich studiere Lehramt für Mathe und für Wirtschaftsrecht. Beim Skifahren ist es dann so, dass ich teilweise um 5 schon oder um 4 Uhr aufstehe und ein bisschen was lerne, bevor ich dann auf die Piste gehe. Klar ist das oft sehr schwierig und es ist sehr belastend teilweise, aber es funktioniert und das ist das, was mir wichtig ist. Hi, mein Name ist Lisa Marie Schütz und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe mit den deutschen Hockeydamen in Rio Bronze geholt und studiere hier in Düsseldorf Medizin. Für die perfekte Koordination aus Studium und Sport bin hauptsächlich ich eben zuständig. Weder beim einen noch beim anderen wird sehr viel Rücksicht darauf genommen, dass die beiden koexistieren und deswegen wird einem eine ganze Menge an Disziplin und gute Organisation abverlangt. Hi, ich bin Theresa Stoll, bin 21 Jahre alt, mache Judo und studiere Medizin in München. Es ist schon eine Doppelbelastung, also im Moment vor allem, weil ich mich gerade auf mein Physikum vorbereite. Während der Uni lege ich den Trainingsplan immer um die Uni rum und dann ist es zum Teil natürlich auch ein super Ausgleich, aber es ist auf Dauer natürlich auch echt anstrengend. Bis 20. August läuft die Wahl. Abstimmen kann jeder auf www.sportstipendiat.de. Für den Sieger wird das Stipendium für 3 Semester auf 800 Euro pro Monat verdoppelt. Stimmt einfach ab unter www.sportstipendiat.de. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es hier gleich spektakulär weiter. Bis zu 140 km/h schnell. Wir sprechen gleich über die rasante Sportart Quadrennen. Wir sind wieder zurück in der Sportshow und sprechen jetzt über Quadfahren. Und das nicht einfach irgendwo in der Innenstadt, sondern als Sport auf der Rennstrecke. Und zwei Fahrer, die sind jetzt bei mir. Und zwar einer der jüngsten, wenn nicht sogar der jüngste, der Felix Schulze und einer der erfolgreichsten, Stefan Bischoff. Hallo und herzlich willkommen an euch Hallo. Beiden. Hallo. Stefan, ich fange mit dir an. Was ist für dich so die Faszination am Quadsport? Ja, die Faszination am Quadsport ist für mich, also ich schwenke mal kurz ein bisschen aus. Ich mache jetzt fast seit 32 Jahren, bin ich aktiv im Rennsport tätig, habe mit 5 Jahren von meinem Opa damals das erste Moped gekriegt und ja, seitdem dreht sich bei mir alles ums Rennfahren. Im aktiven Quadsport bin ich jetzt seit 10 Jahren, das ist meine 10. Saison jetzt. Und ja, es ist halt einfach ein schöner Ausgleich zum Arbeitsleben, zum Privatleben. Einfach am Wochenende abschalten, sich aufs Quad setzen und halt, ja, ich mag die Geschwindigkeit, das Driften und das ist so mein Ding halt. Wir können uns auch jetzt mal ein paar Bilder von dir anschauen. Und es ist ja in diesem Jahr auch zum ersten Mal als deutsche Meisterschaft ausgeschrieben. Genau. Das ist vom Deutschen Motorsportverband, vom DMV, eine ausgeschriebene deutsche Meisterschaft. Und ja, sind mal viele eingeschriebene Fahrer und jeder kämpft natürlich in seiner Klasse um den Titel. Wie schnell sind die Fahrzeuge da bei dir? Der Klasse, wo ich jetzt fahre, ich fahre einmal die Klasse bis 500 Kubik und dann die offene bis 1000 Kubik. Und da kommen sie mal je auf die Bahnlänge an. So in Diedenbergen gestern, da reicht man so bis 80 km/h ungefähr Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann fahren wir längere Bahnen, da sind so 120, 130 möglich. Du hast eben schon gesagt, es ist so alles ein bisschen über die Familie überhaupt zum Motorsport gekommen. Unter anderem auch, finde ich, eine ganz lustige Geschichte, weil du im Fußball irgendwann mal ein Eigentor geschossen hast.
Ja, ich war 5 Jahre alt und mein Opa damals war schon aktiver Rennfahrer. Der hat Motor, also Gespann gefahren. Mhm. Mein Vater fährt heute noch Gespannrennen. Und ich war so 5 Jahre alt und mein Opa hat mich mit auf Fußballplatz genommen, weil er früher Fußball gespielt hat. Und ich hatte mein erstes Spiel und habe ein ganz stolzes Tor geschossen. Nur der Einzige, der sich gefreut hat, war ich, weil das war ein Eigentor. Und ja, da hat Opa gesagt, Fußball ist nichts für den, da blamiere ich mich auf dem Fußballplatz, er kriegt Moped. Ja, und da habe ich mit 5 Jahren, wie gesagt, mein erstes Moped gekriegt und dann sind wir auf Rennen gefahren. Und dann war die Begeisterung auch gleich wahrscheinlich ganz groß. Felix, wie war das bei dir? Du bist ja jetzt auch noch relativ jung. Seit wann fährst du? Wann hast du angefangen? Also ich habe mit 4 Jahren angefangen und mein erstes Rennen war also vor 1 Jahr, also letztes Jahr und ja. Und da letztes Jahr bist du oft noch, haben Sie eben gehört, wir fahren 4 Runden, letztes Jahr oft noch überrundet worden. Jetzt bist du aber schon wesentlich besser, ja? Also ich gebe immer eigentlich alles, dass ich nicht mehr überrundet werde. Und ich versuche, mein zweiter oder dritter Platz zu werden. Ja, auf was muss man denn achten, wenn du auf dem Quad sitzt und fährst? Also einfach mal Vollgas geben, immer nach vorne gucken und nie ablenken lassen. Wie schwer ist das denn, sich nicht ablenken zu lassen, wenn die anderen, die fahren ja auch noch mit dir? Ja, also du hörst ja schon das Geräusch von dem Quatsch. Ich lasse ja immer manchmal die Chantal vor. Papa sagt ja auch immer, soll ich Chantal vorlassen, aber sonst soll ich die anderen eigentlich hinter mir lassen. Ja klar, je mehr hinter, umso besser. Ja? Und du hast mir vorhin schon erzählt, am Anfang wolltest du gar nicht so auf Quad fahren und als sich der Papa dann aber mal draufgesetzt hatte, dann wolltest du gar nicht mehr aufhören. Mhm. Das heißt, macht schon viel Spaß. Ja. Und wie ist das in der Schule? Die Mädels finden das toll, dass du Rennfahrer bist? Mhm. Ja, schon ein bisschen, gell? Ja. Was hast du denn noch für Ziele? Was möchtest du gerne noch mal erreichen oder was willst du noch machen? Eigentlich Weltmeister werden und Quadlehrer. Quadlehrer, das wäre was. Wie groß ist denn, Stefan, an dich nochmal die Frage, ja. Wie groß ist denn der Unterschied zwischen den Quads, die du fährst und die er fährt? Das sind ja schon Unterschiede, das sind ja nicht dieselben. Nee, da sind Welten dazwischen. Also was der Felix fährt, die Klasse, die geht bis 110 Kubik Automatik. Mhm. Zweitakter oder Viertakter, 110 Kubik Zweitakter, 125 Kubik Viertakter. Und beim Felix in der Klasse gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die werden mit GPS-Geräten gemessen. Die dürfen maximal 60 km/h erreichen, weil das für die Kiddies einfach schnell genug ist, sag ich mal, vom Risikofaktor her. Und ja, da reden wir 5, 6, 7 PS, was die haben. Und das Quad, was ich jetzt in der großen Klasse fahre, die hat über 80 PS. Also es sind schon Unterschiede. Ja. Wie du hast eben das Risiko angesprochen. Wie risikoreich ist denn das Quadfahren? Ja, es ist schon risikoreich. Also ich sage, wir fahren eigentlich alle ziemlich fair und fahren auch alle mit Kopf und Verstand, weil auch gerade wir Älteren ja am Montag wieder in die Arbeit gesund müssen oder die Kiddies gesund in die Schule. Aber ja, wir spielen halt jetzt nicht nur Tischtennis, sage ich mal, oder Fußball, oder wir fahren halt Motorsport. Und wir fahren halt mit Geschwindigkeiten in die Kurve und es kann immer was passieren. Rad an Rad, dass ein Rad an Rad kommt oder irgendwas, man sich überschlägt. Letzte Woche war bei uns in Angelroth unser Heimrennen, da hat es auch 2 Fahrer erwischt. Einen im Quad, der hat auch jetzt die Schulter 3-mal gebrochen, 3 Rippen gebrochen, weil sich mit den Rädern aneinander gekommen sind und der eine hat sich überschlagen. Also es ist schon risikoreich. Und wie das Ganze jetzt am Wochenende in Diedenbergen ausgesehen hat, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Siebter Wertungslauf zur deutschen Meisterschaft und rund 30 Fahrer waren angetreten. Vom jüngsten Felix Schulze, gerade einmal 8 Jahre, bis zum ältesten Patrick Thorne, der älteste Quadfahrer Europas, der am Sonntag 79 Jahre alt wurde und für den der Sport sehr viel bedeutet. Ich komme mal von zu Hause weg, es hält mich am Leben, es hält mich jung, was soll ich sonst noch sagen? Auch sportlich war der Brite mehr als zufrieden und lobte vor allem die Bahn in Diedenbergen. Und der Oldie im Feld belegte auch nicht den letzten Platz. Und ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Nächstes Jahr ist das große Jahr, da werde ich 80. Na, das ist fast schon ein Wunder. Bei den Kleinsten dagegen ist sie das Maß aller Dinge.
Die 11-jährige Chantal Wagner fährt einen Sieg nach dem anderen ein. Die Jungs haben hier nur das Nachsehen. Im ersten Lauf allerdings erwischte der 8-jährige Felix einen Traumstart, bevor Chantal dann locker an ihm vorbeizog. Die Nachwuchsfahrerin war zufrieden. Weil ich wurde 4-mal Erster und nicht zu schnell. Und das heißt, dass ich Erster bin. Chantal liegt in der Gesamtwertung weit vorne. Und es sieht alles danach aus, dass sie ihren deutschen Meistertitel aus dem vergangenen Jahr verteidigen kann. Seit 5 Jahren ist Chantal schon begeisterte Rennfahrerin. Weil man hat daran halt Spaß und am Schluss kriegt man halt auch, wenn man halt Erster, Zweiter oder Dritter ist, auch einen Pokal. Den Männern davonfahren, das macht auch Susanna Lopez, zumindest ihrem eigenen. Denn ihr Lebensgefährte Jörg Petri fährt in derselben Klasse und meist hinter ihr her. Wir sind natürlich ein Team, ist ganz klar. Wir fahren ja beide für den MSC Diepenbergen. Ist natürlich schön, wenn man dann den Partner hinter sich lassen kann. Keine Frage. Beide fahren in der Klasse bis 300 Kubikzentimeter Viertakter Automatik. Susanna war mit ihrer Leistung am Sonntag mehr als zufrieden. 4-mal belegte sie den 2. Platz und war glücklich, auf ihrer Heimbahn die guten Trainingsergebnisse auch im Rennen zu zeigen. Ihr Lebensgefährte hat kein Problem damit, hinter Susanna ins Ziel zu kommen. Sieht natürlich erstmal schön aus. Ja, und mein Gott, man ist ja Kavalier, ne? Der Spaß am Sport und am Quadfahren vereint beide. Wobei es kein Zuckerschlecken ist. Gerade in den Kurven sind die Fahrer ganz schön am Arbeiten. Natürlich. Weil wir driften ja in den Kurven über alle 4 Räder. Und manchmal ist es auch ein bisschen übersteuert. Dann ist man da schon schwer am Arbeiten oder man rutscht auch schon mal weg. Daumen hoch. Mit dem Rennen in Diepenbergen war nicht nur Susanna, sondern auch die meisten anderen Fahrer zufrieden. Ja, wir sind wieder zurück hier bei uns im Studio und haben ein neues Gesicht. Der Marvin, der ältere Bruder vom Felix, ja. Auch Quadfahrer. Wie lange bist du schon dabei? Also ich fahre schon 7 Jahre Motocross, Quad. Ja. Und du bist dazu gekommen, eigentlich nie anders als der Stefan, wo es über die Familie kam, sondern im Urlaub irgendwann mal auf dem Quad gesessen und da die Begeisterung gefunden. Wie war das, der Einstieg also, für dich? Also mein Vater hat geguckt, was für Aggressionen es denn hier gibt. Und dann sind wir Quad gefahren da, hat Spaß gemacht. Ein paar Monate später gab es ein Rennen in Kettenbach. Da sind Motorräder gefahren, Quads. Und da habe ich mich für Quad entschieden, fand es cool, bin Gelände gefahren. Und irgendwann bin ich halt umgestiegen hier auf Showtruck und bin da halt weitergefahren, hat auch sehr Spaß gemacht und ja, dann bin ich halt dazu gekommen. Jetzt können wir auch mal ein paar Bilder von dir anschauen. Auf was achtest du? Wir haben es ja von deinem Bruder schon mal gehört. Was ist für dich wichtig beim Rennen? Also für mich wichtig ist, dass du beim Start gut wegkommst. Dass du halt Erster bist, ist zwar nicht so schlimm, wenn du halt ein paar Fehler gemacht hast. Auf jeden Fall ist das wichtig, dass du dich beim Start nach vorne lehnst und wenn die rote Ampel ausgeht, direkt nach hinten gehst, dass du Grip auf die Hinterachse kriegst. Ja, okay. Und dann halt in der Kurve richtig reinlehnen, dass du halt nicht wegrutscht. Und dann, weil du dich reinlegst, kann man mit höherer Geschwindigkeit dann reinfahren, dass man nicht... Und halt bei der Geraden ganz nach hinten, dass du wegkommst und dich halt klein machst, dass du halt nicht so einen Wind abkriegst und dass du halt schneller wirst wie bei Formel 1. Ja, jetzt haben wir von deinem Bruder eben gehört, als ich ihn nach Zielen gefragt habe, hat er gesagt, er würde gerne Quad-Trainer und sowas werden. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Also meine Ziele sind, dass ich halt weiterfahre erstmal und halt ein bisschen auch Trainer werde und so. Und ich bin Gelände gefahren. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich so ein bisschen Tricks auf dem Quad gemacht. So das Bein ein bisschen rausheben oder so. Oder mal die Hände kurz vorm Lenker gehen lassen. Ja. Und ich würde halt gerne so ein Stuntman werden oder sowas. Okay. Oder so ein Trainer halt, ja. Ja, also da gibt es auch viele Möglichkeiten. Stefan, wir haben jetzt hier gesehen, dass das war ein Rennen auf Sand, aber ihr macht Rennen auch noch auf ganz anderen Belegen, ne? Genau, also es gibt einmal bei uns die Speedwaybahn und da gibt es schon unterschiedliche Belege. Es sind Sandbelege, dann sind so feine Schotterbelege und auf Grasbahn fahren wir. Ja. Was ist da der Unterschied? Also für euch Fahrer muss man sich dann unterschiedlich einstellen?
Vom Belag her, was ist da der Unterschied? Wir fahren schon mal unterschiedliche Reifen. Also auf den Speedway-Bahnen, da fahren wir so ein Straßenprofil. Auf Grasbahnen halt eher ein Stollenprofil, dass du halt mehr Grip auf das Gras kriegst. Und auf Speedway-Bahnen, ist vielleicht das Driften ein bisschen einfacher. Dafür kannst du auf Grasbahnen aber eher die Motorleistung entfalten. Mhm. Also auf den Speedway-Bahnen ist jetzt egal, ob du jetzt 30 oder 60 PS hast, sage ich mal. Auf den Grasbahnen kommt es eigentlich auf jedes PS an, weil du halt viel mehr Grip hast und... Ja. Wie sieht es mit den, wenn es jetzt, es hat am Wochenende auch mal ein paar Tropfen gemacht, aber man konnte es nicht wirklich Regen nennen. Ja. Aber was ist, wenn es bei euch richtig, richtig regnet? Ist es dann ähnlich, wir kennen das bei der Formel 1, das ist auf einmal ganz andere Fahrertypen auch gefragt. Wie ist es bei euch, wenn es regnet? Also wenn es richtig regnet, es gibt schon Rennen, die sind halt abgesagt worden. Wenn es richtig regnet und das Wasser auf der Bahn steht, dann geht gar nichts mehr, dann ist auch viel zu gefährlich zu fahren. Auf den Speedway-Bahnen, die machen ja immer ihren Bahndienst und da ist eigentlich ein bisschen, wenn der Belag ein bisschen feucht ist, hast du eigentlich mehr Grip, als wenn er trocken ist. Okay. Ja, ja. Genau. Und auf Grasbahnen, ja, man macht es halt auch viel wegen der Staubentwicklung, die Sicht der Fahrer, aber ja, ein bisschen schmierig ist okay, aber es darf halt nicht zu viel regnen, das ist klar. Abschlussfrage, weil wir fast schon wieder am Ende der Sendung sind. Ja. Wenn irgendjemand Lust hat, mal Quad zu fahren und das aber noch nie gemacht hat, was für Möglichkeiten hat er? Die Möglichkeiten gibt es, dass wir so Schnuppertrainings von der Quad-Serie anbieten, von der Short-Track-Serie. Sind Anfang der Saison sind immer zwei Stück, einmal beim MSC Diedenbergen und beim MSC Hof im Westerwald. Mhm. Jetzt vorgestern war in Diedenbergen am Samstag auch so Schnuppertraining, also Quadfahren für jedermann. Da sind von den Kids quasi drei Eltern, die haben sich angeboten und haben ein zweites oder drittes Quad noch gekauft. Und die werden zur Verfügung gestellt für Neuankömmlinge. Man muss halt nur Schutzkleidung mitbringen, einen Sturzhelm mitbringen und dann wird unter Aufsicht von, ich sag mal, uns Profis in Anführungsstrichen, gibt es einen Trainingstag, einen Trainingslehrgang, wo halt jedem das Quadfahren beigebracht wird, ein bisschen, dass man reinschnuppert in die Rennatmosphäre und gefällt es einem nicht. Und das geht immer so, also bis 18 Jahre bieten wir das an. Klar können auch jetzt Erwachsene, du zum Beispiel, könntest auch jetzt, wenn du Bock hast, Quad zu fahren, könntest anfangen, bringst halt deine eigenen Sachen mit, dein eigenes Quad, deine Ausrüstung und kannst auch sagen, ja, mir macht's Spaß und könntest so ein Rennen theoretisch mitfahren, das wäre kein Problem. Alles klar. Dann danke ich euch, dass ihr heute bei uns wart. Wünsche viel Erfolg noch für die weitere Karriere und natürlich kurzfristig erstmal für diese Saison. Dankeschön an euch beiden. Wir danken auch. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns von der Sportshow. Wir sehen uns wieder nächsten Montag zur gewohnten Uhrzeit. Bis dahin wünsche ich eine sportliche Woche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.